Und bei uns im Studio ist jetzt Henrik M. Broder, Weltkolumnist. Schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind. Lassen Sie uns doch mal über Herrn Habeck sprechen und das, was er da jetzt in der Pipeline hat. Ne? Angesichts steigender Energiepreise muss Deutschland ja aus Sicht des Klimaschutzministers unabhängiger von Rohstoffimporten werden, hat er gesagt. Dafür müssten die erneuerbaren Energien aus Wind und Sonne schneller ausgebaut werden. So Habeck heute in seiner ersten Rede im Bundestag, wo er seine Ziele umrissen hat. Die Wirtschaftsverbände, die fühlen sich allerdings übergangen. Und die Union geißelt diesen Vorstoß gar als grüne Planwirtschaft. Kann Herr Habeck diesen Spagat trotzdem irgendwie schaffen? Also hier an seiner Stelle würde er nach Hause gehen. Ich weiß, ich würde es nicht schaffen. Aber er kann auch schon morgens um 9 eine Rede halten, während ich noch im Tiefschlaf liege. Ich glaube, dass Habeck wirklich jetzt in eine Rolle hineinwächst, von der er lange geträumt hat. Er ist ja nicht nur Minister für Klima, er ist auch Minister für Visionen und Utopien. Ich glaube, eigentlich Wirtschaft. Eigentlich Wirtschaft, genau. Oder auch Kaffeesatzleserei. Das sagen Sie. Ja. Ja, und er hat sich viel vorgenommen. Ich wünsche ihm viel Glück. Nur, es ist natürlich Hochstapelei, was er da treibt. Nicht? Schauen Sie, er will die Vorgänge beschleunigen, dass immer mehr und schneller Windräder gebaut werden können. Und er will auch die Bürokratie abschaffen, um diese Vorgänge zu beschleunigen. Abbau. Oder die Bürokratie abbauen, verschlanken. Da ist mein Traum mit mir durchgegangen. Und ja, und jeder Innenminister hat es bis jetzt immer versprochen, unter seiner Führung werde es weniger Bürokratie geben. Was war das Ergebnis? Immer mehr Bürokratie. Und Habeck weiß, dass er natürlich versucht, einen heißen Kaffee mit kaltem Wasser anzurühren. Und er hat sich auch schon rückversichert. Er hat gesagt, nächstes Jahr werden wir es nicht schaffen, übernächstes auch nicht. Aber das hat nur damit zu tun, dass wir im Rückstand angefangen haben. Ich meine, die Grünen regieren in 10 oder 11 Bundesländern mit. Das ist ja keine APO, die irgendwo aus einem subkulturellen Keller in die Politik sich einmischt. Die sitzen jetzt in der Regierung und sie wollen das Unmögliche vollbringen. Sie wollen wirklich ein Zauberkunststück vollbringen und das wird nicht gehen. Weil zum Beispiel er meint, mit der Beschleunigung der bürokratischen Vorgänge würden auch die Bürger weniger Möglichkeiten haben zu intervenieren. Also er will nicht weniger Transparenz, nicht weniger Demokratie. Er will mehr Regierungsvollmachten. Irgendwie eine tragische Gestalt. Ich finde ihn ja hochsympathisch, nicht? Aber ich glaube nicht, dass man mit gutem Aussehen allein Minister werden kann. Aus den Reihen der Liberalen hieß es früher, also in den Vorampelzeiten ja immer, grün muss man sich leisten können. Ist ja. Da was Wahres dran? Da ist absolut was Wahres dran. Wenn ich ihn höre oder sehe, ich habe vor 2 Tagen in den Heute-Journal gesehen, in einem langen Interview, dann frage ich mich, wohnt Habeck eigentlich in der Nähe eines Windrades oder würde er sich jemals eine Wohnung in der Nähe eines Windrades suchen? Nein, genauso wie ich wohnt in einem Altbau mit Stuckdecke. Und das gönne ich ihm auch, das ist völlig in Ordnung. Aber er mutet offenbar vielen Leuten was zu. Und er spricht auch immer von Zumutungen und Herausforderungen. Er nimmt das Wort Problem nicht in den Mund. Es sind alles Zumutungen und Herausforderungen. Und zwischendurch klingt er wie Nietzsche, wenn er sagt, sinngemäß, alles, was uns nicht umbringt, macht uns nur stärker. Er ist der grüne Nietzsche. Liegt das möglicherweise auch daran, dass die typisch grüne Wählerschaft natürlich so die Mittelschicht ist in den Städten, die auch häufig gut betucht sind und wirklich Leute mit finanziellen Problemen, die wählen ja gar nicht grün. Nein, nein. Ich habe keine finanziellen Probleme, aber ich wähle auch nicht grün. Das wäre ja selbstmörderisch. Es ist genau so, wie Sie sagen. Es ist eine spezielle Klientel mit einem Hang zur Romantik, mit einem Hang, die Welt besser zu gestalten. Alles, was Habeck in den letzten Tagen gesagt hat, sowohl in den Interviews bei ARD und ZDF wie heute im Bundestag, das war erstens Unsinn und zweitens eine Art von, ja, wie soll ich sagen, von grüner, unmachbarer Utopie. Ich will einen Satz von ihm sagen, den muss ich zitieren, das müssen Sie mir hier gestatten. Wurde gefragt, wie das so ist mit der Versorgung durch Strom nach seinem Verständnis und ob er sich nicht zu viel vorgenommen hat. Eine ganz sachliche, ruhige Frage. Und daraufhin sagte Habeck, wenn man sich Großes vornimmt, kann man auch scheitern. Die Alternative wäre, dass man nichts unternimmt aus Angst, dass man scheitern könnte. Also nichts unternehmen und dann scheitern, weil man nichts unternommen hat. Dazwischen muss es doch einen dritten Weg geben. Und dann, aufgepasst, sagt er,
Und das ist wirklich Habeck in Reinkultur. Wer wollte in so einem Land leben, wo man nichts riskiert? Wer will so eine Bundesregierung haben? Ich hätte keinen Bock, in einer solchen Regierung Minister zu sein. Dann lieber voll ins Risiko, vielleicht gelingt es. Und dann können wir alle miteinander, aufeinander stolz sein. Das ist grüner. Wenn es gelingt, hätte er ja recht. Jens Gelingt hätte er ja recht, aber für Habeck ist die Politik offenbar ein Abenteuerspielplatz. Weiß nicht, vielleicht hat er keine Karriererennbahn gehabt oder seine Playstation ist kaputt und muss das dann irgendwie in der Politik austoben. Aber nehmen wir doch jetzt mal das Klimasofortprogramm. Da sagt Robert Habeck, ja, es werde ein Boom neuer Technologien geben, ja. Der würde dadurch ausgelöst werden. Und die Folge ist dann auch neue Arbeitsplätze. Heißt Klimaschutz als Jobmaschine? Ja, das ist ein sehr populäres Motiv. Das kann sein, dass es so geht, aber es kann auch das Gegenteil eintreten. Und ich glaube nicht, dass ein Land mit 80 Millionen Einwohnern die richtige Stelle, die richtige Location ist, um einen solchen Feldversuch zu starten. Vielleicht kann ich noch ein grundsätzliches Wort sagen. Die Bundesrepublik hat 80 Millionen Einwohner, 82. Das ist 1% der Weltbevölkerung. Und wir sind verantwortlich für 2% des globalen CO2-Ausstoßes. Also wenn wir alle, Sie, ich und unsere 82 Millionen Landsfrauen und Landsmänner, wenn wir alle unsere Autos abgeben würden, nicht heizen würden, nicht kochen würden, am besten auch nicht atmen würden, hätte das auf das Weltklima null Einfluss. Und ich frage mich jeden Tag, den ich diesen Wahnsinn mitverfolge, was soll das Ganze? Naja, gut, das stimmt zwar, da haben Sie vollkommen recht. Ja. Aber wir sollten als moderne Industriegesellschaft, und das ist, glaube ich, so der grüne Ansatz, vielleicht auch mit gutem Beispiel vorangehen, damit dann die wirklichen Klimasünder wie USA, China oder Indien unserem Beispiel dann irgendwann folgen. Ja. Das ist ja der gute Ansatz daran oder der positive Ansatz. Wissen Sie, das Gute hat am Ende immer in einer Katastrophe geendet. Und dafür ist die deutsche Geschichte reich an Beispielen. Und ich sehe nicht ein, warum wir mit gutem Beispiel vorangehen sollten. Kann man das nicht mal der Türkei oder Afghanistan überlassen? Die können es aber nicht. Die haben die Technologie nicht. Wissen Sie was? Wir können es auch nicht. Erinnern Sie sich an die Wir könnten es aber probieren. Und wenn möchten wir noch weiter diskutieren, kriegen wir richtig einen auf den Deckel von der Regie, ihr zwei. Warum? Wir haben keine Zeit mehr. Ja, aber es ist doch lustig. Ja, auch interessant. Ja. Gut, heißt das, dass wir jetzt abbrechen müssen? Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen, Herr Bruder. Wenn ich ein Grüner wäre, würde ich jetzt Zensur schreiben. Aber Sie sind ja keiner. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.